ein gestreifter Blattrandkäfer. Ein Rüsselkäfer, ca. 4 bis 5 mm groß. Und ich denke, hier hat er hat wirklich Probleme, er hat wahrscheinlich Insektizide erwischt. Und diese führen zu Überreaktionen. Und zu Hyperaktivität. Ja, weil er ist in der Landwirtschaft ist er gar nicht beliebt, weil er gilt als Schädling bei Erbsenkulturen und Ackerbohnen. Und zwar eben der Käfer, der frisst die Blätter und die Larven, die fressen die Wurzelknöllchen. Weil das Verhalten ist, finde ich, nicht normal. Nein, das ist auch normal. Er kann die Flügel auch nicht mehr richtig einziehen. Ja. Aber man sieht jetzt wenigstens mal die Deckflügel und die Unterflügel. Ja. Eine Biene. Nein, ein Hummel. Ja, man sieht das gut. Und ich denke, es ist der Feldkuckuckshummel. Und er ist meistens der Parasit vom Ackerhummel. Aber anscheinend auch von anderen Hummeln. Und eben ein Kuckuck. Also das bedeutet, er legt seine Eier in das Nest von anderen Hummeln. Genau. Und diese ziehen dann seine Jungen groß. Genau, ja. Und er hier oder sie hat dann ein schönes Leben. Ne? Genau, ja. Ja, sie muss kein Nest bauen. Ja. Muss nicht Futter heranschaffen. Nein, sie kann das Leben genießen. Ja. Und hier kommt der nächste Schauspieler. Der Kratzdistelrüssler. Und man sehe und staune, er sitzt auf einer Distel. Genau. Immer wenn ich den sehe, denke ich an den Spruch, aller Anfang ist schwer, sprach der Dieb und stahl einen Amboss. Also er hier macht es sich auch nicht einfach, oder? Mich erinnert er an einen Fakir. Ja, mit dem Nagelbrett. Genau. Ja, er kann froh sein, ist er gepanzert, oder? Ja, ich denke, sonst würde das wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja. Er ist nicht mal so groß, er ist etwa 10 mm. Ja, für unsere Makrolinse eigentlich ideal, um ihn schön abzubilden. Ja, das ist wirklich mühsam. Ja, und er versucht da wirklich einzustechen oder so irgendetwas. Ja, er will fressen, er hat Hunger, aber... Ja. Dort sind die Stacheln natürlich auch am dichtesten, oder? Ja, ja. Also mit anderen Worten... Seine Denkfähigkeit, ja, man sieht es gut. Über den Augen geht es flach nach hinten, also viel Platz für ein Hirn hat es da nicht. Ich habe gelesen, er wird aber auch eingesetzt gegen invasive Distelpopulationen. Weil es gibt ja Gegenden, wo es sehr viele Disteln gibt und die sind sehr unbeliebt. Also bei uns, hä? Bei uns gibt es nicht so viele. Aber ich glaube, ich habe nie gehört, dass sie bei uns eingesetzt werden. Ja. Und die Disteln sind
nur bei den Menschen nicht so beliebt, Ja, weil ja, sie ja, ja. stechen, Ja. aber jetzt beim Distelkäfer, der, Das ist sehr beliebt, ja. ja, Ja. also er geht damit Genuss. Und auch das ist sehr mühsam. He? Er muss das aufbrechen, weil die ist doch relativ hart. Ja. Muss da richtig bohren und ja gut, das macht müde. Ja, das ist die Paarungszeit. Ja, deshalb putzt man sich noch, macht sich hübsch. Zuerst dachten wir, ja, er macht sich hübsch für Hollywood, aber das hat ihn nicht interessiert. So, sie fragt, jetzt kommst du. Sie macht sich auch noch hübsch. So, das hat funktioniert. Irgendwie haben die sich gefunden auf diesem stacheligen Zeug. Kannst du sie unterscheiden? Ja, das oben ist das Männchen. Ja, jetzt schon. Aber sonst hat man irgendwie Mühe, oder? Ja. Vielleicht ist das Männchen ein bisschen kleiner. Dass sie die Paarung auch auf diesen Stacheln. Also, irgendwie ist das unverständlich. Da den Samen richtig hineinpumpen. Es sieht auf jeden Fall so aus. Das ist anstrengend. Tolles Bild, ja. Ja, da braucht man zwischendurch eine Pause. Immerhin, er oben hat keine Stacheln, oder? Ja. Eine richtige Pornoschau. Ja, Sex auf dem Nagelbrett. Ja, irgendwie unbequem, aber jetzt ist. Ja. Da hat sich ein Dings versteckt. Eine Erlenschaumzikade. Sie sind häufig, aber man findet sie fast nur an Waldrändern. Ja, vor kurzem haben wir ein Feld gesehen, das war voller Schaum. He? Ja, aber das waren die Wiesenschaumzikaden. Ja, die Erlenschaumzikaden, die legen die Eier an Laubbäumen ab. Und sie bevorzugen natürlich junge Bäume, die noch nicht so hart sind. Schau mal, wie frech die schaut. Ja. Sie schaut voll in die Kamera und wir sagen ihnen ja immer, sie sollen das nicht machen, weil das sieht so künstlich aus, oder? Ja, die Ja. Schauspieler schauen eigentlich selten. Ja, was soll man sagen? Das wär's. Bis später. Bis dann.